Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht's in diesem Video darum, wie ich die 100.000 Franken an Networth erreicht habe. Ich habe hier mal was Kleines vorbereitet, und zwar ist es hier ein kleiner Stapel 10 100er Noten und das sind genau 1.000 Franken. Und jetzt mal, um sich das bildlich vorzustellen, sind 100.000 Franken sind genau 100 Mal dieser Stapel. Das heißt, das sind, wie viele Stapel? Das sind 10 Noten, das sind 1000 100er Noten, die wir haben. Und das ist mein derzeitiger Net Worth, beziehungsweise ich habe jetzt schon ein bisschen mehr, aber es geht jetzt um die runde Zahl 100.000. Das heißt, ich habe hier jetzt 100 dieser Stapel. So, erstmal, das sind eigentlich relativ wenig Papier. Auf dem Computer bzw. auf dem Bankkonto sind sogar nur noch Zahlen und Bits und Bytes und so weiter. Das heißt, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, deshalb wollte ich euch die Noten zeigen. So, erstmal, wie lange hat das Ganze gedauert, dass ich 100.000 Franken erreicht habe als Net Worth? Und zwar habe ich im November 2017 die 100.000 Franken an Net Worth erreicht. Ich hatte schon vorher mehr als 100.000 also in Assets. Aber die Schulden, die ich noch hatte, haben entsprechend an diesem Ergebnis nach unten oder beziehungsweise wegaddiert, und ich war dann immer noch auf unter 100.000. Das heißt, im November 2017 habe ich dann zum ersten Mal die 100.000 am Nettovermögen erreicht. So, und wie lange ist das Ganze gegangen? Seit meiner Reise, ich schätze mal, dass ich so mit 18 begonnen habe, also jetzt effektiv mit dem Sparen, Investieren, Business und so weiter. Das heißt, für mich sind das 3,5 Jahre gewesen, bis ich diese 100.000 am Nettovermögen erreicht habe. Das ist also 42 Monate hat es gedauert. Und wenn man das jetzt mal genau anschaut, 42 Monate und sie durch diese 100.000 Franken teilt, bedeutet das für mich, dass ich im Monat um die 2.500 Franken durchschnittlich hätte sparen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, das war ja dazumals gar nicht möglich, weil ich vor irgendwie 3 Jahren noch in der Ausbildung war und gar noch nicht so viel verdient hatte. Das heißt, ich habe zwar dort schon sehr viel gespart, aber dann erst nach der Ausbildung, nachdem ich normal gearbeitet habe, konnte ich viel, viel mehr sparen. Und dort war dann auch das Wichtige, dass ich dort noch mehr spare und auch noch mehr verdiene. Das heißt, ich hatte dann da teilweise, also es kommt immer so ein bisschen auf den Monat drauf an, aber es gab schon Monate, da hatte ich einen positiven Cashflow von irgendwie 7.000 Franken, aber irgendwie die darauffolgenden 2 Monate waren dann wieder nur 2.000 Franken. Also es kommt immer darauf an, teilweise saisonal und so weiter. Das heißt, aber durchschnittlich über diese 42 Monate musste ich mindestens um die 2.500 Franken pro Monat zur Seite legen, investieren und so weiter. Genau. So, erstens mal, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, ich fühle mich vielleicht anders, wenn ich diese 6-stellige magische Grenze erreiche oder überschreite, aber Fehlanzeige, das dachte ich mir dann aber auch irgendwie schon. Man freut sich zwar, aber die Vorfreude ist viel, 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 viel größer und man fühlt sich nicht wirklich anders. Man denkt sich, okay, ich habe jetzt 100.000, aber es ist kein großer Unterschied, ob ich jetzt 90.000, 100.000 oder 110.000 habe. Es ist immer noch eine Menge Geld. Und daraus schließe ich dann auch, dass wenn man dann irgendwie die 500.000 erreicht oder die Million oder irgendwie die 2. Million und so weiter, dass sich das ähnlich anfühlen wird, dass immer nur die Vorfreude extrem groß ist, aber dann eigentlich, wenn man das erreicht hat, dann ist es okay, ich habe jetzt halt irgendwie 500.000, ich habe jetzt 1 Million. Und das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass es ein langsamer Prozess ist. Das heißt, nicht irgendwie man gewinnt im Lotto gleich 50 Millionen, sondern man hat sich das Geld angespart, investiert und so weiter. Es war ein langwieriger Prozess und man merkt dann den Unterschied gar nicht so krass. Weil ich kann mir jetzt zum Beispiel fast gar nicht mehr vorstellen, wie das war, als ich nur irgendwie 20.000 oder 30.000 hatte. Aber ich weiß noch, ich hatte noch solche Erinnerungen. Oh, wenn ich da mal 100.000 habe, boah, dann habe ich ja ausgesorgt. Aber ich bin jetzt bei den 100.000 und fühle mich eigentlich genau gleich, wie ich mich mit den 30.000 eigentlich gefühlt habe. Es ist echt krass, wie das so ist. Man merkt das eigentlich gar nicht, weil diese Änderung wie ein fließender Übergang ist, weil man immer nur langsam sich stetig dem Ziel nähert und halt sich der Situation eigentlich wie angewöhnt. Man gewöhnt sich langsam an, solch eine Menge Geld zu besitzen. Genau.
eben wie schon gesagt, ich habe es mit 21 Jahren erreicht. Das ist ein, sage ich jetzt mal, das schaffen nicht alle, aber es die Möglichkeit haben alle, wenn sie sich nur genug anstrengen und halt entsprechend ihr eigenes Ding durchziehen, ihre Ziele verfolgen. Und das ist auch extrem wichtig. Ich hatte immer einen Fokus auf dieses Ziel. Natürlich geht es jetzt zum nächsten Ziel weiter, aber der Fokus auf dieses Ziel ist extrem wichtig, weil wenn man auf das Ziel fokussiert ist, sich das also vorstellt, man erreicht dieses Ziel, man weiß, man wird dieses Ziel erreichen, dann agiert man auch anders. Man spart vielleicht mehr, man versucht mehr, man hat mehr Business-Ideen, man setzt mehr um, weil man halt auch mehr verdienen möchte und so weiter. Das sind alles solche Dinge, die dann einem beeinflussen, wenn man wirklich den Fokus auf das Ziel hat. Und etwas, das ich halt auch gemerkt habe, als ich dann dieses Ziel erreicht habe, eben, es ist nicht ein besonderes, krasses irgendwie Glücksgefühl, wenn man das erreicht hat, weil es ist eben fast kein Unterschied, ob man jetzt 95.000, 90.000 oder eben 100.000 hat, das ist kein Unterschied. Und ich habe dann auch da gemerkt, dass der Weg das Ziel ist. Ich wusste schon immer, der Weg ist das Ziel, aber so habe ich, oder so konnte ich mir selber nochmal beweisen, dass der Weg eigentlich auch zum Ziel eigentlich gehört. Aber wichtig ist halt, es ist irgendwie wie ein guter Teufelskreis, sage ich mal. Man setzt sich ein Ziel und man arbeitet zu diesem Ziel, aber der ganze Weg ist dann auch noch dieses Ziel und das kann man immer unendlich weiterführen für das nächste Ziel und dann ist der Weg immer wieder das Ziel und so weiter. Das ist wie ein, sage ich jetzt mal, ein guter Teufelskreis. Oder kann man das Teufel, also ja, es ist halt ein, immer eine Kontinuität zwischen Ziel und der Weg zum Ziel ist das Ziel im Prinzip, genau. Das nächste Ziel ist jetzt natürlich, boah, jetzt habe ich Ziel extrem oft in diesem Video benutzt, aber auf jeden Fall das nächste Ziel oder das nächste Goal ist auf jeden Fall die 200.000. Ich denke, es wird weniger als 3,5 Jahre gehen, dass ich die nächsten 100.000 ansammeln werde. Ich sage es jetzt mal so, laut meinen Berechnungen, laut meinen Annahmen, wie alles werden könnte, das weiß man ja nicht. Zu 100%, es kann alles passieren, Schicksalsschläge und so weiter. Aber jetzt sagen wir, gehen wir mal vom einfachsten aus, eine konservative Rechnung. Für mich brauche ich jetzt dementsprechend noch 2 weitere Jahre, um die 200.000 zu erreichen. Das heißt für mich, okay, im 2020, irgendwo im Jahr 2020, wahrscheinlich gegen Anfang des Jahres, erstes, zweites Quartal, werde ich um die 200.000 an Net Worth besitzen. Das ist meine Prognose. Da kann ich mich natürlich auch verschätzen. Ich sage jetzt mal, um 6 plus minus 6 Monate, da haben wir einen Spielraum. Aber ich denke mal, um die 2 Jahre plus minus werden das werden. Und im allerschlimmsten Fall geht es halt nochmal 3,5 Jahre und dann habe ich nochmal 100.000 zusätzlich, also 200.000. Genau. Was hat mich eigentlich bis hierhin gebracht oder wie konnte ich dieses Ziel erreichen? Und zwar geht es erstmal um Geduld. Also ich war immer, oder ich bin immer noch teilweise, es kommt immer aufs Thema drauf an, extrem ungeduldig. Vor allem, wenn ich mal was bestelle, dann bin ich immer so, oh, wann kommt das endlich? Boah, richtig geil. Und gehe dann jeden Tag eigentlich immer runter zum Briefkasten und dann schaue ich, oh, scheiße, ist noch nicht angekommen und so weiter. Also es gibt Dinge, da ich bin ich ungeduldig immer noch, aber mit der Zeit, also in den letzten 2, 3 Jahren, habe ich einfach gemerkt, ich werde immer viel geduldiger. Ich merke, okay, ich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Investment mache, am Anfang war das so, boah, ich muss sofort kaufen, sofort eine Order setzen, sofort kaufen, boah, geil, geil, sofort den nächsten Kauf machen. Und mittlerweile ist es so, okay, ich überlege mir ein paar Firmen, ich schaue die genauer an und dann schlafe ich 2, 3 Nächte drüber und dann irgendwann denke ich mir, okay, ich mache mal diese Order mit dieser und dieser Limite und nochmal für eine andere Aktie diese Order und diese Limite. Aber nur tagesgültig jeweils, wird sie nicht ausgeführt, okay, Pech gehabt. Schauen wir am nächsten oder am übernächsten Tag nochmal rein und platzieren nochmal eine Order und so weiter. Und das hätte ich jetzt, sage ich mal, vor 2, 3 Jahren gar nie so machen können, weil ich immer so hibbelig war, ungeduldig, ich möchte jetzt die Aktie sofort im Depot haben und so weiter. Und jetzt ist es halt einfach so, ich nehme das viel gelassener, gemütlicher und halt, ich bin auch einfach geduldiger, jetzt was, wenn es um diese Dinge geht oder auch wenn es um das Sparen geht an sich, bin ich auch viel geduldiger. Ich merke, okay, hey, ja, ich habe jetzt diesen Monat so und so viel gespart, boah, und früher war ich dann so, okay, wie viel kann ich noch nächsten und nächsten und nächsten, übernächsten Monat sparen und so weiter. Ich denke mir dann, okay, ja, dann kommt jetzt der nächste Monat, dann machen wir das erstmal eins nach dem anderen. Das heißt einfach Schritt für Schritt für Schritt an das Ziel. Genau. So, und die nächste Eigenschaft ist das Durchhaltevermögen, das ist extrem wichtig, oder auch Willenskraft kann man das nennen. Und zwar geht es da einfach darum, dass man Dinge langfristig verfolgt, das heißt mein Blog.
meinen YouTube-Channel und so weiter, dass man da langfristig eine Routine aufbaut und dann halt das einfach durchzieht. Oder zum Beispiel auch Zahnseide benutzen. Hier brauchst du extrem Durchhaltevermögen. Ich frage jetzt dich mal, benutzt du Zahnseide? Und wenn nicht, dann hast du einfach, machst du das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr oder so, aber hast nicht mehr das Durchhaltevermögen, am nächsten Tag damit weiterzumachen. Und ich habe jetzt schon seit über einem Jahr, benutze ich jeden Abend immer Zahnseide. Und wenn ich nicht Zahnseide benutze und schlafen gehe, das kann passieren, weil ich zum Beispiel irgendwie total besoffen bin oder so. Selbst dann versuche ich es, aber wenn ich es dann wirklich nicht schaffe oder mir übel ist oder dann lege ich mich einfach hin oder sonst irgendwas, dann fühle ich mich irgendwie schlecht oder nicht komplett, weil ich halt die Zahnseide nicht benutzt habe. Und das ist halt der Effekt der Gewohnheiten. Das heißt, wenn man etwas irgendwie 60 bis 90 Tage hintereinander gemacht hat, fühlt man sich danach nicht mehr komplett, wenn man es nicht mehr macht, weil man halt eine Gewohnheit auslässt. Das ist halt, sage ich jetzt mal, das Durchhaltevermögen wird vor allem in den ersten 60 bis 90 Tagen benötigt. Danach ist es Routine. Das gleiche ist auch mit meiner Morgenroutine, die ich habe. Am Anfang war es eigentlich relativ cool und dann habe ich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Motivation verloren, habe es aber immer noch durchgezogen und mittlerweile ist es einfach so, es gehört zum Alltag, ich starte so in den Tag, egal ob Sonntag ist, ob Montag, Dienstag, jeden Tag der Woche. Die Uhrzeiten variieren natürlich, je nachdem wann ich aufstehe, aber die Morgenroutine ist immer die gleiche. Ich kann es ja mal kurz aufzählen, ich stehe auf mit einem lächelnden Gesicht, ich gehe ein Glas Wasser trinken mit einer Vitamin D Tablette, also für Sonnenlicht, dann gehe ich kurz auf den Balkon oder mache das Fenster auf, und um frische Luft zu schnappen. Und danach beginne ich zu lesen, 15 Buchseiten. Danach tue ich die Zähne putzen und mich bereit machen, halt zum Aufstehen, zum Gehen, für die Arbeit gehen und so weiter. Und dann setze ich mich nochmal kurz hin und mache mir Gedanken, über was ich alles dankbar bin und wie ich den Tagesablauf gestalten möchte, und visualisiere mir das, und ganz am Ende schalte ich dann erst mein Handy wieder ein. Genau, weil das Handy ist bei mir jetzt schon auch seit Monaten immer am Abend, schalte ich das ab und dann bleibt es im, sag ich jetzt mal, auf dem Schreibtisch, gehe schlafen, es kommt niemals mehr ins Schlafzimmer, und dann wird es erst nach der Morgenroutine wieder eingeschaltet, auch am Wochenende und so. Einzige Ausnahme ist, wenn ich Bereitschaftsdienst habe, da muss ich das Handy im Schlafzimmer haben, weil da werde ich teilweise in der Nacht angerufen und muss dann entsprechend arbeiten. Aber das ist jetzt eine Ausnahme, und dann ist das Handy auch weit weg, ist nicht mehr auf dem Bett, sondern ich lege es immer auf den Boden. Genau. Dann haben wir noch eine weitere wichtige Eigenschaft, und zwar die Disziplin. Die Disziplin ist ähnlich wie beim Durchhaltevermögen. Ich sage es mal so, man hat erst das Durchhaltevermögen und die Willenskraft und dann auch die Disziplin, alles ordnungsgemäß und entsprechend gewissenhaft auszuführen. Und das kann alles sein: Blogbeiträge schreiben, arbeiten, YouTube-Videos drehen, YouTube-Videos schneiden oder irgendwie kochen. Also Disziplin, einfach, dass man die Dinge gewissenhaft macht und auch ausführt. Also es geht zusammen eben mit dem Durchhaltevermögen und der Willenskraft. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast beim Ende des Videos angelangt. Ich möchte noch etwas sagen, was mir eigentlich, sage ich jetzt mal, am meisten geholfen hat, und das ist wirklich, sage ich jetzt mal, ein Geheimtipp, den die meisten wahrscheinlich auch schon gehört haben, aber sich einfach denken, ja, das mache ich doch, aber sie machen es dann doch nicht, oder sie merken nicht, dass sie es nicht machen, und das ist einfach auf andere Leute scheißen. Also ich kann es euch mal zeigen, hier kurz, ich habe hier meine Notizen, hier habe ich sogar einen Kackhaufen gezeichnet, also auf andere Leute scheißen, auf gut Deutsch, und das ist einfach so. Wenn man das wirklich innerlich oder verinnerlicht hat, dann bedeutet das eigentlich, es interessiert einen feuchten Dreck, was die anderen machen, es interessiert dich einen feuchten Dreck, was die anderen von dir halten, und sobald du das geschafft hast, dann hast du eigentlich die Möglichkeit, alles zu machen, was du möchtest, weil dann achtest du nicht mehr darauf, was die anderen Leute von dir denken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag Essen von zu Hause mitnehme, und die anderen Leute oder irgendwelche Leute, die ich nicht mal wirklich kenne, denken, boah, der ist doch arm, der geht irgendwie nimmt Essen von zu Hause mit, dann denkt man sich vielleicht, boah, ich scheiße, ich muss jetzt doch mit in die Kantine gehen oder so, dass der nicht von mir denkt, ich bin arm oder so. Und es gibt viele solche Situationen, es muss jetzt nicht sowas Banales sein, aber es gibt viele solche Situationen, wo man sich dann einschränkt dadurch, dass andere Leute etwas von einem denken, und das sind dann Leute, die man nicht mal kennt, die interessieren man nicht, man ist nicht befreundet mit denen,
Und also da muss man einfach dann auf das scheißen. Und wenn man das mal wirklich im Blut hat, sage ich jetzt mal, dass die Fuck-off-Mentalität, dann kommt man auch voran im Leben, sage ich jetzt mal. Natürlich Leute, die einem etwas bedeuten, Freunde, Familie, Freundinnen und so weiter, wenn die dann irgendwas sagen oder eine Kritik, eine fördernde Kritik geben, dann kann man darauf natürlich, dann, oder sollte man natürlich noch so drauf eingehen, aber was interessiert es mich, was sie irgendjemand sagt, den ich erstens nicht persönlich kenne oder irgendwie einfach keinen Kontakt mit ihm habe. Wenn der jetzt von mir denkt, ich bin arm, dann kann er das denken, ist mir doch egal, oder? Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man hier einfach sein eigenes Ding durchzieht und einfach sich selber treu bleibt und auf andere halt scheißt, genau. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch für andere Leute scheißt, lass doch einen Daumen nach oben da, das würde mir sehr viel bedeuten. Wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, kannst du mich gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findest du einige Affiliate-Links, mit denen du meinen Kanal und meinen Blog unterstützen kannst. Wenn du mehr Content von mir lesen oder sehen möchtest, kannst du in der Videobeschreibung gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns später. Tschüss, Leute.